Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein Rezept für blauen Traubensirup. Diese Vorgehensweise eignet sich sowohl für überreife Trauben, die schon anfangen schrumpelig zu werden, als auch für Trauben, die noch nicht ganz reif sind und geerntet werden müssen. Das Grundrezept für diesen Sirup ist ganz einfach. Wir wiegen die Menge der Früchte und mischen das Ganze dann 1:1 mit Zucker. Hier kann ganz normaler weißer Zucker verwendet werden, aber auch Alternativen wie zum Beispiel brauner Rohrzucker oder auch irgendein Zuckeraustauschstoff. Dann zerdrücken wir die Früchte mit dem Kartoffelstampfer, dass der Saft austritt und vom Zucker aufgenommen wird. Dabei gehen Farbe und Aroma auf den Zucker über und dieser verflüssigt sich. So sparen wir uns einen Kochvorgang und die Vitamine der Trauben bleiben erhalten. Außerdem lassen sich so flexibel kleine Obstmengen verwenden. Auf dem Kanal findet ihr dazu bereits viele weitere Rezepte mit anderen Obstsorten. Seht euch diese auch gerne mal an. Sobald sich der Zucker dann vollständig verflüssigt hat, können wir den Sirup abpressen. Dazu gießen wir das Ganze einfach durch ein Sieb und lassen den fertigen Sirup nach unten ablaufen. Wir haben nun einen sogenannten Rohsirup hergestellt, das heißt, dieser ist auch nicht so lange haltbar wie die gekochte Variante. Wir stellen diesen Sirup dann in den Kühlschrank und brauchen ihn innerhalb von circa 3 Wochen auf. Sollte dieser Sirup monatelang haltbar sein, dann würden wir ihn einfach einkochen. Der fertige Sirup ist dann verwendbar als Dessertsoße, wie zum Beispiel für Eis oder Milchreis oder auch Pudding, oder man stellt damit einfach eine Limonade her. Nun füllen wir den Sirup nur noch in eine Flasche ab, die wir vorher mit kochendem Wasser ausgespült haben. Um daraus nun eine Limonade herzustellen, mischen wir den Sirup einfach im Verhältnis von 1:10 mit Sprudelwasser. Denkbar wäre auch, den Sirup in einen Tee zu geben anstatt Zucker. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen und das Video Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.